Survival-Freunde, aufgepasst, es ist dunkel in den Gletscherhöhlen des Todes oder ich habe keine Ahnung. Mit Stevie. Hi. Und Bevorios. Hallo. Mein Name ist Atabum und wir wollen hier runterkrabbeln. Und die nächste Höhle, die wir entdeckt haben, entdecken und so weiter. Ich slide mal nach unten. Wie geht das? Die Ausdauertaste da gedrückt hat, die Shift-Tasche, genau. Das habe ich per Zufall rausgefunden gehabt, deswegen. Ganz schön. Die eine Folge bin ich auch einfach runtergesprungen und hab's überlebt. Also hier ist ganz schön nass. Das ist eine Tropfsteinhöhle. Heuschraubenbeseitigung, Muschi, guten Tag. Einfach im Wasser rumhüpfen. Stöcker, kann ich mitnehmen. Neuer Eintrag in der To-Do-List. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Ich will nicht darunter. Warte mal. Ich will nicht, dass das denn darunter geht. Finde den vergessenen Flugzeugpassagiere, finde einen Weg in den Kessel. Finde einen Weg länger unter Wasser zu bleiben, herausklettern. Also man kann runterspringen, aber ihr bekommt ein bisschen Schaden. Finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern, okay. Baue Verteidigungsanlagen, muss er noch. Baue dann Lager. Habe ich auch schon gemacht, ey. Und finde Timmy. Also ich sehe dich da unten, Bevo. Alter, sollen wir uns einfach trauen? Ich bin fast tot, ich muss mich erstmal heilen. Ich rutsche schon runter, Alter. Rutscht auch übrigens runter. Hm. Na, ich muss warten, bis ich ein bisschen geheilt bin. Prozentual, wie viel Schaden hast du bekommen, Bevo? Ungefähr ein halbes Leben. Du kannst das übrigens regulieren, wenn du nach unten gehst und einfach so nach hinten drückst währenddessen. Dann slidest du so halbwegs runter und nimmst gar keinen Schaden. Hab ich gerade irgendwie fast irgendwie hin. Ich hab null Schaden bekommen. Ich nehme mich auch nicht. Sehr schön. Ja gut, ich hab gedacht, da ist halt irgendwas, womit ich runtersliden kann, aber da war nichts. Die Felswände und dann einfach nach hinten drücken und sliden, dann ja. Nimmst du irgendwie gar keinen Schaden. So, deswegen. Der Kollege hängt da auch ein bisschen ab. Bisschen abhängen. Ja, wie witzig, ob man den Piloten so finden würde oder so, ne? Den haben wir noch gar nicht, stimmt eigentlich. Stevie, du hast keine Stöcker mehr, hier sind noch welche. Ja, ich hab jetzt insgesamt. Ach. Das war Gegner! Das. Hau doch zu! Alter, sind das viele. Der da. Okay. Einer war noch am Leben. Wollen wir die kurz abfackeln, die Typen? Kann wegen doch, Rüstung? Kann man machen. Das brauche ich, ne? Na. Ob da vorne noch welche kommen. Ja, da war irgendwas. Ja, ja. Das ist gut, jetzt schlag doch mal zu! Ich kann nicht zuschlagen, ich schreck mir aber nicht. Na jetzt. Wir müssen eine neue Rüstung herstellen, wieder für alle. Ja. Alle entfernen, so. Zack.
So, damit bin ich wieder von der Rüstung voll. Ich längst nicht. Alter, wie weit bist du mit der Rüstung? 3 noch. Du hast noch 3 oder 3 bis zum Maximum? 3 habe ich. Dann mach du, weil mir fehlen noch 4, also mach du lieber. Dann mach doch erstmal fertig, ist in Ordnung, passt schon. Dann hast du. Oh, hier geht's schon wieder runter. So, mehr kann ich nicht machen, 2 Knochen, also passt schon. Es ist laut hier drin. Was hast du gesagt? Ich hab kein Wort verstanden. Was? Was? Bebo, hallo? Dann wollen wir mal da runter? Jo. Ja, danke. Ich trag das sogar schon mal fast, wenn ins Wasser fällt. Hilft uns noch die kleinen Babys. Da. Haben wir sie alle? Hier kannst du dir was angucken. Ah, Kettensäge für $600. DM, keine Ahnung. Great savings. Ich kann nicht mehr tragen Stöcke. Geht's in den Abgrund runter? Abgrundtief. Neuer Eintrag auf deiner To-Do-Liste. Hä? Okay. Vorsicht, da nicht runterfallen. Ich glaube, da geht's. Das ist das Loch ohne Wiederkehr. Oder auch Kind genannt. Sicher? Ich habe keine Ahnung. Also ich will da jetzt erstmal nicht runterfallen. Ich will jetzt erstmal hier oben gucken. Na, willst du es versuchen, Alter? Er ist am Überlegen, man sieht's. Nee, ich versuche gerade, ob ich was sehen kann. Hier oben scheint jetzt auch nichts zu sein, oder? Ich weiß nicht, ob es da runter geht, keine Ahnung. Hier gibt's was. Ah, hier gibt's einen Felsspalten-Gedöns-Durchgang. Also ich würde sagen, lass uns erstmal hier lang gehen, weil die Höhle, die finden wir ja locker wieder. Ich habe eine Kletterachs gefunden hier. Oh. Komm mal zu mir. Au. Hängt hier dran. To-Do-Liste aktualisiert. Was haben wir denn jetzt in dieser To-Do-Liste? Finde einen Weg in den Kessel herauf. Finde einen Weg, die. Kommt ihr da hoch? Klappt ja. Zurückhalten. Frage ist nur, wohin? Nee, so kommen wir halt wieder hoch. Und so kommen wir wahrscheinlich ohne Probleme auch wieder runter. Ja, aber da oben ist nichts. Ja, von da kommen wir ja auch. Klar, dass da nichts ist. Nein, au! Ich hab auf jeden Fall durch Runterfallen 2 Rüstungen verloren. Wo seid ihr? Ach, hier. Hi! Ich muss mich doch mal hochfallen. Jetzt könnten wir theoretisch mal gucken, ob wir nicht vielleicht da diese steile Wand hinunterklettern können. Kann man sie denn runterklettern, ohne runterzufallen? Ich hab mich grad schon Schaden genommen. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Na? Ich weiß wie. Bringen uns. Werkzeugmodus. Ja.
Kannst hier runter, dich von Epoche zu Epoche springen. Halt! Wie halt? Ich hab mich nicht so festgehalten, dachte erst, ich nehme schon wieder Schaden oder so. Das war mein Halt. Falls du mich noch hören kannst. Ja, schwimmt mal ein bisschen unter Wasser, dann ist es nicht so laut. Hast du oben alles untersucht? Oben geht's theoretisch auch weiter. Hier ist ein Seil. Hier ist auch Essen. Oh, Leiterplatte. Und ab nach oben. So eine Kacke. Ja. Was ist denn los? Im Wasser geht's nicht weiter? Nee, du musst hochklettern. Na gut, machen wir das. Ist das ein fucking Ernst? Du kommst hier auch so her? Okay. Aha. Ich liebe ja Blind Gaming. Ja gut. Ich mag halt eben einfach nicht so blindfolded zu sein. Ja, aber ich finde das cool, man entdeckt ja mal hier, was ist und so. Ey Leute, hier ist noch was und so. So. Ja, ich habe jetzt halt eher an dieses Ding gedacht, wo du dir wirklich so ein Ding über die Augen siehst. So, so Augenklappe. Okay. Das hat sich aber nicht gerade gesund angehört, dieses Gegrunze. Nee, dieses... Aber bestimmt Beatboxen oder Zombie oder so. Ja, das kann sein. Er kann's halt. Jetzt, hier ist wieder ein Seil nach oben. Hier ist eine Notiz. Und ein Bild. Könnte theoretisch direkt in der Nähe vom Flugzeug sein. So wie es aussieht. Ah! B! Habt ihr Munition jetzt mitgenommen? Weiß ich, was diese blöden Bilder zu bedeuten haben. Ach, du bist da hoch. Ja, ich bin hochgeklettert. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr auch drauf kommt. Das sind die Orte von den Orten, wo wir hingehen können. Oh. Was? Du sagst, oh, das gefällt mir gar nicht. Ja, das, was ich höre, gefällt mir halt eben auch nicht. Ist das? Aber das, was ich halt eben sagen wollte. Du kannst das, glaube ich, sprengen hier. Die Orte. Es könnte tatsächlich gut sein, dass ich das sprengen kann. Da würde ich noch mal sagen. Bisschen weiter nach hinten, richtig. Und gleich Ramdrops bekommen. Und rennen! Sprengung! Uns? Nö. Doch, ist auf. Jetzt ja. Ejo. Tobi, wo ist hier weiter? Ich will das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben also, schon. Wir sind bei 14 Minuten. Das sind Teile, wo wir die Teile finden können. Das sind die Orte, wo wir die Teile finden können. Aber wir haben ja jetzt zwei von denen besucht. Das waren überall Sachen, wo wir was sprengen konnten. So, ich hab nichts verstanden. Nochmal was? Lass uns erstmal die Gegner töten. Das ist tiefe Geräusch, da gefiel mir gerade gar nicht. Okay, jetzt aber. Das sind die Orte gewesen, wo wir halt eben was sprengen konnten und halt hier eben Waffenteile gefunden haben. Hier kannst du auch was lesen. Habt ihr noch Steine? Ich habe noch eine einzige Rüstung. Ja. Ich habe keine weiteren Steine mehr. Hier war was zum Angucken.
Tipping still missing. Okay. Hier ist auch mal Alkohol, kann ich nicht mitnehmen. Tipping still missing, ja. Ich kann nicht mehr Alkohol tragen. Gut, dann trinke ich ihn eben. Kann man den trinken? Ja. Ach, jetzt? Dürfer Sur sein. Nee, also das wird. Obwohl, ich hab's nicht gesehen, was passiert mit dem Effekt. Hinter uns. Soll sich mich hauen. Eins, zwei, drei. Ein Stock fehlt. So. So. Hab ich zwei. Naja. Was rein, das Scheißvieh, das. Oh, Soda. Soda, Soda von Meister Yoda. Tragen. Was laber ich denn da? Weiß ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir fehlen ein. Da. Ich schätze ein. Nee, nee, ist das passt. Ich würde fast sagen, wir beenden die Folge auch mal an dieser Stelle und werden dann mal weiter erkunden, was hier in dieser Höhle so abgeht. Denn es ist schon echt relativ spannend. Vor allen Dingen sind hier relativ viele Gegner. Also jetzt mal ganz ehrlich. In keiner Höhle waren bis jetzt so viele Gegner. Und ich bin mal gespannt, was noch auf uns wartet. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch einen Kletterhaken. Ja, mal schauen, wo wir demnächst jetzt alles hochklettern. Viel mehr Möglichkeiten oder so. Oder so. Ja, und wir haben auch einen Speicher. Genau, das haben wir jetzt halt auch irgendwann mal mitgekriegt, wir Dullis, dass wir uns halt auch einfach mal so ein kleines Lager bauen können. Von dem her würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.